Nach einem Testflug in Texas ist eine unbemannte Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX bei der Landung explodiert. Firmengründer Musk nannte als Grund dafür eine zu hohe Geschwindigkeit beim Aufsetzen des Prototyps der Starship. Er wertete den etwa 5 Minuten langen Flug dennoch als Erfolg. Man habe nun alle Daten, die man brauche. Die Starship soll eines Tages Menschen und Fracht zum Mond und Mars bringen.